Schauen wir mal, was wir zusammenbekommen. Ja, erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast von Fitbikes. Heute mal mit zwei ganz unbekannten Stimmen. Ja, ich bin der Max. Gut, man kennt mich eigentlich nur von hinter der Kamera oder mal aus dem Podcast, aber so eigentlich auch nicht. Und ja, der Kim ist bei mir. Ja, ich darf heute auch mal dabei sein. Das ist tatsächlich mein erster Podcast. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich echt gemütlich sitze und dabei reden darf. Ansonsten muss ich immer stehen. Der Ja. Max schimpft immer mit mir, wenn ich mich denn doch irgendwie hinsetzen möchte. Ja, gut. Ja, ich stehe auch die ganze Zeit. Also Ja. ich lasse die Kamera auch nicht immer irgendwo stehen. Gut, worüber reden wir heute? Wir reden über den Werkstattkurs und alles, was so ein bisschen behind the scenes ist, weil das hat ja tatsächlich keiner mitbekommen. Also auch der Markus oder der Basti haben ja auch keine Ahnung, was wir da in meinem Kämmerchen getrieben haben. Ja. Ja, Kim, du hast vor einem Jahr angefangen. Ja. Also ist ja eigentlich fast exakt vor einem Jahr. Ja, genau. Also das ist jetzt bloß ein paar Tage. Ja, 5.6. haben wir jetzt. 1.6. war mein erster Arbeitstag für die Firma Fitbikes. Wie hast du da deinen Einstieg noch so in Erinnerung? Also ich meine, dass du dann tatsächlich so das erste Mal dann da warst und Ich war sehr überrascht. Ich war sehr überrascht über das, wie es aufgebaut ist hier. Ich bin grundsätzlich nicht mit vielen Erwartungen reingegangen, sondern ich wollte mich damals ein bisschen überraschen lassen, was dann so alles möglich ist. Und mir wurde hier persönlich eine ganz neue Welt aufgetan. Ja, ich weiß nicht, ich kam dann glaube ich auch, also ich war irgendwie zuerst noch im Urlaub oder so, oder ich war zumindest nicht da, auf jeden Fall hast du dann hier alleine irgendwie sechs Wände, die wir in der Halle stehen hatten, hast du dann Ja. hier reingetragen und dann daraus irgendwie angefangen mit dem Molto und dem wir haben, irgendwie einen Hintergrund zu bauen. Ja. Das haben wir dann nochmal komplett irgendwie überworfen, dann mit Kabelbindern irgendwie diese Decke praktisch an die Decke gehangen. Nun muss man dazu wissen, dass unser Studio ja eigentlich ein ehemaliger Besprechungsraum war. Ja, also ich sage mal, Decken und sowas sind ja eh auch schon schalldicht zum Glück, aber der Rest war halt alles damals ja auch noch leer. Damals hatten wir auch noch die Holzwände noch nicht. Ja, Deswegen haben wir da so improvisiert. da waren noch die Fenster zugemacht mit Kartonagen und die waren mehrfach festgeklebt, irgendwie so, dass es so gerade hält. Das Einzige, was ja tatsächlich auch noch so da drinne geblieben ist, ist ja einmal der Teppich hier Ja. und die Theke war ja auch schon da Genau, die Theke zu hatten wir dem. damals auch schon, aber wir wussten immer noch nicht, was machen wir jetzt mit dem Hintergrund. Und Ja. ja, ist das mal, wann? Ich glaube, im November oder sowas haben wir den dann umgebaut oder aufgebaut. Oktober, November, sowas war das. Ja, Anfang Oktober haben wir die Fenster beklebt, dass die Ja. Kartonagen da weg können, dass da nicht so viel Licht von hinten rum reinkommen kann. Ja. Ja, genau, da haben wir das aufgebaut. Die Wände, die ich hier hingeschleppt habe, die habe ich mich auch geweigert, wieder zurückzuschleppen, als wir die nicht mehr gebraucht haben. Ja. Die stehen immer noch hier, dienen halt bei der Trennwand nochmal als Schallschutz. Nee, genau, aber das haben wir ja dann tatsächlich auch beschlossen. Okay, wir lassen hier stehen, nachdem dann auch der Nebenraum zum Büro wurde. Das war ja damals auch erstmal nur so ein bisschen so, okay, nehmen wir den Raum noch dazu, machen wir dann einen eigenen Werkstattraum praktisch rein und das andere ist nur Studio. Und dann wurde es aber zum Büro und dann haben wir gesagt, dann machen wir es nochmal ein bisschen schallgedämpfter. Ja. Genau. Nee, und du hast dann gleich von vorne aus der Werkstatt hast du dann Den habe ich den geklaut, ja, den Werkstattwagen den hier. Werkstattwagen praktisch mit kleiner Rückwand Genau. und haben dann da angefangen, die Videos zu machen. Das war tatsächlich ziemlich spannend am Anfang, sage ich mal. Also ich glaube, wir haben am ersten Tag zwei Videos Ich glaube, produziert oder drei so oder waren's. drei. Drei. So, aber halt in einem Tag von 8 Stunden und dann wurde es aber immer mehr. Ja, ich meine, das ist ja natürlich, wir beide mussten uns ja auf uns einspielen. Das ist ja ganz klar. Du hast ja grundsätzlich viel mehr Erfahrung gehabt im Thema Dreh als ich. Und ich habe ja davor natürlich eine gewisse Erfahrung. Also ganz blauäugig bin ich ja auch nicht reingegangen.
aber natürlich mit dem mit dem Know-how, wie du da auftrittst, hatte ich ja noch nicht viel Erfahrung gehabt. Ja, ich sag mal, es war ja auch so eine Mischung aus, okay, wir improvisieren halt irgendwie mit Hintergrund und sowas. Ja. Und das ist halt eine Kamera auf dich gerichtet und Lichter. Und ja, genau. Also das, was für mich tatsächlich am Anfang eine Umstellung war oder problematisch war, war tatsächlich das Licht. Dass das Licht auf mich gerichtet ist. So dass du dann auch ab und zu mal reinrufst, hier, halt, stopp, ich muss erst noch mal umleuchten. Ja, ja, klar, ich sag mal, bis wir das alles stehen hatten und sowas, oder auch dann halt einfach generell mal eine Zwischenrufe immer so, ja. Nee, machen wir noch mal. So, du bist ja wieder viel zu sehr ins Detail gegangen. Ja, ja. Nee, aber das ist ja auch ganz gut so. Und ich sehe es ja auch im Schnitt. Die Akademie-Videos, die mache ich ja hauptsächlich im Schnitt. Ein paar machst du ja auch davon. Was sind jetzt 3, 4? Ich glaube, 5 oder so, sage ich jetzt inzwischen. Ja, also den Basic-Kurs jetzt mal außen vor. Da genau. Hattest du ein bisschen was mehr gemacht gehabt. Aber weil wir zeitlich halt fertig werden wollten, hattest du mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen, da auch zu dem Zeitpunkt den PC, den ich zur Verfügung hatte, ein bisschen begrenzt war in den Möglichkeiten. Er konnte es packen, aber da dauert halt ein bisschen länger. Ja, aber das muss man ja auch dazu sagen. Im Juni hast du eben angefangen und ich glaube, im September ist der erste, also ist der Basic-Kurs, sollte da online gehen. Genau, ganz genau. Also wir hatten dann tatsächlich echt Zeitdruck, wo dann auch trotzdem sowas wie Eurobike und sowas bei mir mit drin war und Urlaub und also das war dann am Ende schon echt happig mit dann teilweise hatten wir gleich 4 Drehtage in der Woche, also einen Drehtag YouTube, und 4 Tage dann, glaube ich, Werkstattkurs, wo wir nur noch hier waren. Wir hatten sogar ein paar Wochen da drinne. Zwar 2 oder 3 Wochen hatten wir sogar gehabt, dass wir wirklich volle 5 Tage nur Akademie gemacht hatten. Da hatten wir sogar YouTube außen vor gelassen gehabt, wo ihr dann auch noch mal am Strackeln wart, wie packen wir das jetzt, damit wir das damit auskommen, gerade mit den Videos. Und dann September, da habt ihr dann noch mal richtig losgelegt, noch mal was zu drehen. Naja, also das war echt. Da haben wir schon gut einen abgebuckelt. Also ich glaube, da war es auch nicht so, dass wir dann immer gesagt haben, okay, wir sind jetzt um 10 da und dann um 5 sind wir auch wieder weg. Sondern ich glaube, das war dann auch schon öfter immer so, ja, okay, irgendwann so 6 oder so, aber dann halt auch komplett fertig, komplett durch. Den ganzen Tag durchgedreht, das ist halt dann schon, vor allem für dich, du musst ja auch den ganzen Tag reden. Ja, 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 ich brauchte immer Trinken beiseite, dass man da zwischendurch was trinken konnte. Nun ist es ja auch, muss man dazu wissen, es ist ja mit der normalen Arbeitszeit, mit dem normalen Drehtag ja auch noch nicht mal getan, sondern das ist kommt ja noch eine Sache dazu, die machst du ja meistens, ist ja Daten sortieren. Die ganzen Sachen, die auf der Kamera sind, die müssen ja nun mal auch alle sortiert werden und die Videoclips müssen einzeln einmal angeschaut werden. Wo kommt das jetzt rein? Wo soll es einsortiert werden? Da bist du ja auch noch mal für so einen Drehtag. Bist ja schnell mal Stunde, eineinhalb, zwei. Ich glaube, wir haben es in der Früh tatsächlich immer so gemacht. Wir haben dann immer vom Vortag die Daten dann in der Früh praktisch sortiert an deinem Laptop. Das waren dann gleich auch jedes Mal so eine Stunde wirklich nur sortieren, bis wir dann irgendwann, beziehungsweise bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, erstmal auf der Speicherkarte die Sachen in Ordner anzulegen und dann erst die Ordner rüberzuziehen. Weil sobald er halt einen Ordner rübergezogen hat, konntest du dir halt das andere Material nicht mehr anschauen, weil der PC einfach so überlastet war damit. Das war, wild. Ich musste sogar zwischendurch ein Wochenende, musste ich Zwangspause machen. Ansonsten, weil mich sowas halt auch packt, habe ich gerade am Anfang sehr viel auf Wochenende mit durchgemacht. Weil wir hatten uns selber das Ziel gesetzt, halt, dass dieser Basic-Kurs zum 1.9. oder Anfang September eben starten kann. Ich glaube, hatten wir 1.9. geschafft oder war das der erste Samstag im September? Irgendwie der erste Samstag oder sowas. Das war dann, glaube ich, vielleicht auch sowas. Sonntag, das war ein Sonntag. Ja. Das war erst. Ich glaube, es war dann so tatsächlich irgendwie so der, ich war schon fast so der 10. sowas um den Dreh rum.
Also ich glaube, wir haben es nicht ganz geschafft im ersten, aber wir haben es dann auf jeden Fall. Ja, und dann auch noch gleich mit dem Quiz dazu. Ja, das war ja auch noch spannend. Zu jedem Video dann auch immer noch Fragen überlegen und sowas. Ja, da hatten wir den Fehler gemacht gehabt, dass wir uns nicht gleich nach dem Dreh Fragen dazu aufgeschrieben haben, sondern wir hatten das ja schon alles fertig geschnitten und dann dachte ich mir so, ja, ein paar Fragen dazu ausdenken, das ist doch gar kein Problem. Bloß dann hängst du da total schon so ein bisschen müde und fertig und musst dir da Fragen ausdenken und dann, hey, komm, das klappt doch irgendwie nicht. Komm, frage ich nochmal den Max. Der Max kennt die Videos ja auch, vielleicht kann er auch noch ein paar Fragen. Dann hatten wir so eine Datei auf, wo wir dann gemeinsam zeitgleich irgendwie abends 10, 11, 12 Uhr noch drauf waren. Und einfach die ganze Zeit irgendwelche Fragen aufgeschrieben haben. Und das Witzige an der Sache ist ja, wir haben einfach nicht draus gelernt. Wir haben es am Anfang vom Profikurs, haben wir es auch immer noch gemacht nach jedem Video und dann irgendwann so, eigentlich müssten wir mal wieder Fragen aufschreiben. Ja, aber das ist überwiegend ist es ja. Beim Profikurs ist es ja auch so, dass man nicht zu allen Sachen, nicht zu allen Themen Fragen braucht. Ja. Bei den wichtigen haben wir tatsächlich die auch alle brav geschrieben. Bei dem neuen vom Rechtsanwalt, da könnten wir nochmal überlegen, ob wir da noch ein paar Fragen machen. Ne? Ich habe es jetzt Interview mit dem Rechtsanwalt genannt, mit dem Bernd. Da können wir nochmal gucken, ob wir da ein paar Fragen zu... Bernd? Johannes Brandt. Ja. Genau. Das Video kommt übrigens auch heute auf YouTube raus, beziehungsweise ist wahrscheinlich jetzt schon draußen. Ja. Oder das ist das mit Markus, nicht das mit mir zusammen. Genau, ja, genau. Der Werkstattkurs, dafür müsst ihr leider den Profi-Werkstattkurs holen. Ja, das ist in dem Fall sogar die Business-Variante. Denn als Hobby-Schrauber brauchst du jetzt nicht zwingend so diese Rechtsthemen. Da langt auch das, was auf YouTube kommt, mit dem Johannes und dem Markus zusammen. Genau. Also das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also der Tag war auch, hatte es auch in sich. Es war dann tatsächlich auch, sag ich mal, das, was ich ja bei dir auch am Anfang hatte, so dieses einfach so, wir werden gerade viel zu technisch, wir werden gerade viel zu ins Detail und viel zu komplex und sowas, was ja dann auch eben dann letzte Woche beim Dreh mit dem Anwalt war, so, okay, ich habe einfach die Hälfte nicht mehr gecheckt, so, ich stehe hinter der Kamera und ich höre mir das alles an, aber ich bin irgendwann nicht mehr ganz mitgekommen, so. Also so wirklich dann für Laien erklären. Und ich glaube, das war ja auch, um jetzt mal wieder auf die Anfänge von uns auch zurückzukommen, das war ja auch das, was, sag ich mal, den Werkstattkurs auch ausgemacht hat, dass ich halt sage, ja, ich habe eine Grundahnung von Fahrrädern, ich weiß auch, sag ich mal, wie man was macht, aber ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Fachbegriffen. So, Da habe ich dich auch immer schön geärgert mit aufgezogen. Wie heißt denn dieses Bauteil? Was ist das für ein Werkzeug? Wenn ich das jetzt schon wieder höre und der Kim packt wieder irgendein Werkzeug aus, ich verlasse einfach nur noch den Raum und sage, ey, lass mich in Ruhe. Da wird dann irgendein Spezialwerkzeug ausgepackt, das vielleicht auch gar nicht so speziell ist oder was man halt in der Fahrradwerkstatt kennt, aber ich halt als Laie, der sich halt mit Kameras auskennt, keine Ahnung hat, dann wird so ein Ding hingezeigt, so, was könnte das sein? Ich so, keine Ahnung, damit öffnet man vielleicht irgendwas. So. Ich habe tatsächlich auch den Namen, glaube ich, schon wieder vergessen von dem Werkzeug, was du meintest. Aber welches war das denn? Hängt das da? Das hängt bestimmt noch da. Ja, aber das war, also ich glaube, das war tatsächlich auch ganz cool, weil ich halt eben auch sagen konnte, hey, das habe ich jetzt nicht gecheckt oder erklär das doch bitte nochmal vereinfacht. Dass es halt eben auch jeder mitbekommt, was es ist. Genau. Ja. Das ist grundsätzlich, ich habe ja diesen Hang dazu, dass ich dann Leute frage, was ist das denn, Sachen, die ich halt kenne. Das mache ich oft tatsächlich einfach nur, um zu testen, wie ist die Allgemeinbildung, was kann man von anderen Leuten quasi erwarten. Und so ein bisschen macht es mir auch Spaß. Ja. Ja, ich weiß auch noch, das ist am Anfang auch immer irgendwie, wenn dich jemand was gefragt hat oder sowas, dann kam eigentlich das immer nur so als Gegenfrage zurück.
Und du hast einfach keine Antwort gegeben, sondern du musstest, also die andere Person musste dann einfach immer raten. Und es war immer so als eher so als Test aufgebaut. So, ja, was ist das denn jetzt? Ja, was ist das denn jetzt? Ja. Das hast du dir Gott sei Dank ein wenig abgewöhnt. Weil da gab es, glaube ich, schon Punkte, wo ich gesagt habe, so, ach Gott, jetzt lass mich doch einfach, antworte doch einfach auf meine Frage. Ja, aber das macht einfach Spaß. Das macht Spaß, so ein bisschen auch Leute zu quälen dabei. Der Max quält mich ja auch ab und zu mal. Eben. Also so ist ja nicht. Es ist ja beidseitig. Ja, ja. Nee, aber zum Beispiel eine Sache, was ich immer gut finde, ist, wenn der Mann hinter der Kamera die Sache im Vornherein noch nicht kennt, ja. was da vor der Kamera passiert. Ganz einfach aus dem Grund ist er in dem Augenblick ein ehrliches Publikum und kann mir dann auch von vornherein sagen, hey, ja, das habe ich jetzt verstanden oder nee, das war irgendwie merkwürdig erklärt, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr. Dann gibt es ja auch gerne mal so die Frage, ja, du sagst ja nicht nur einfach, hey, das war jetzt nicht gut erklärt, das habe ich nicht verstanden, sondern du gibst ja dann ja auch immer noch mal ein Feedback, was hast du da dran nicht verstanden, wo hat es dich jetzt verlassen dabei, ne? Das ist dabei auch immer noch sehr gut, da kann ich dann immer viel an mir selber arbeiten, wie man es dann erklären kann. Ja, ne? Nee, aber ich finde, das ist ja auch generell eben genau das Ding. Und das Schöne ist, ich würde mal eben sagen, dass ich jetzt auch nicht komplett zwei linke Hände habe. Nee. Und halt eben auch richtig Bock drauf habe. Also ich kann mich auch erinnern, wie wir dann teilweise da standen, dann hast du für das Video einmal eine Schaltung komplett auseinandergenommen, wir haben die sauber gemacht und so, und dann hast du die wieder zusammengebaut, wo dann auch so Sachen kamen, so, okay, wir machen jetzt einen Wettkampf. Ich baue es blind zusammen und du baust normal zusammen und wir schauen, wer schneller ist. Ja, genau. Das so. Will ich nochmal machen mit dir. Ja, irgendwann machen wir das bestimmt noch. Nee, aber wo ich dann halt eben auch gesagt habe, so, hey, gut, dann nehmen wir uns halt jetzt nochmal kurz die 5 Minuten Zeit und ich nehme das Ding halt auch nochmal auseinander und baue es auch nochmal zusammen, einfach nur um zu schauen, so, okay, wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich halt einfach trotzdem Bock drauf, weil ich sage, auch wenn ich natürlich immer dabei bin, und das ist ja immer das Ding, ich bin ja bei allen Videos dabei, aber gleichzeitig halt auch nicht unbedingt dabei, weil ich mich dann auf die Kamera teilweise konzentriere, so, wo muss ich jetzt wie hinfilmen, wann muss ich jetzt ins Close-up gehen, auf deine Hände, auf deine schönen schwarzen Handschuhe mit schwarzen Gegenständen drauf. Der Basti hat gesagt, dass er jetzt ein paar andere bestellt hat, ne? Ja. Dass dann halt einfach teilweise natürlich auch nicht alles zu 100% hängen bleibt, weil man, also, oder halt zumindest, du nimmst ja alles mit, aber ich kann halt dann auch nicht Wort für Wort wiedergeben, was du gemacht hast. Oder wenn du dann sagst, ja, du hast dann das Zahnrad da so rum drauf gesetzt und ich stehe da so, okay, wie rum war das jetzt da drauf? Und dann lässt er mich alles komplett zusammenbauen und dann sagt er, nee, das funktioniert so nicht. Und ich stehe da und darf es wieder auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Ja, das gucke ich immer gerne dann dazu, wenn man dann sieht, dass ein Fehler gemacht wurde. Weiß man ganz genau, das wird so nicht zusammenpassen, da funktioniert irgendwas nicht. Und irgendwann wird das schon merken. Irgendwann spürt das schon. Und dann hat er es gespürt und dann sagt er, ja, das passt auch nicht dort. Ja. Aber man muss auch sagen, was man so gar nicht mitbekommt, das ist ja keine Seltenheit, sobald die Kamera dann ausgeht, wenn ich dann irgendwas gezeigt habe, dann kommt die Kamera auf den Tisch und wird dann selber ausprobiert. Ja. So war es ja auch mit dem Gewindeschneiden und mit dem Reparaturgewinde. Wer den Profikurs hat, wird sich vielleicht wundern, warum in diesem Werkstück 2 Löcher drinne waren. Ja, das war ich. Genau, das war der Max. Ja. Der wollte es unbedingt selber nochmal ausprobieren. Und das ist ja auch ganz cool so. Zeigt mir in dem Augenblick ja auch nochmal, dass du es verstanden hast, wie das zu machen geht, ohne dass ich da jetzt irgendwie nochmal drinne eingreife oder sowas. Und das hat ja auch alles immer geklappt. Das Einzige, was nicht geklappt hatte, war, dass die Schraube das Gewinde rausreißen sollte. Ach so, ja, genau. Ich weiß noch, da sind wir verzweifelt dran. Dann haben wir es gefaked. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen gefaked. Da hatten wir nochmal mit einem Bohrer ein bisschen das Gewinde aufgeweitet, sodass es dann irgendwann mal durchreißt. Ja. Nee, aber ich glaube, da ist tatsächlich dann eben auch das, was gleich unsere Dynamik da, sag ich mal, beim Werkstattkurs dann draußen auch ausmacht.
Dass man halt einfach auch echt Zeit, oder auch dann jedes Mal, wenn es dann heißt so, ja, eigentlich müssten wir jetzt was an die Tafel zeichnen. Max, du hast doch eine schöne Handschrift. Max, du kannst doch sowas. Und ich so, vielleicht wird der Strich ein bisschen gerade als deiner. Ja, aber du bist da schon deutlich besser im Zeichnen. Mir fehlt da tatsächlich, sobald ich auch auf ein Blatt Papier irgendwas zeichnen sollte, fehlen mir schnell mal die Verhältnisse dafür, wie man das sein sollte. So wie das eine Fahrrad, was du gezeichnet hast, das sah auch merkwürdig aus, das hat auch irgendwie kein Verhältnis gehabt. Hey, das war ergonomisch komisch, okay. Ja. Aber das ist insgesamt ja doch noch ein bisschen besser als das, was ich da zeichne. Wie kam es denn eigentlich dazu, weil jetzt haben wir natürlich so sehr viel auch jetzt klar über uns natürlich gesprochen und sowas. Was mich jetzt tatsächlich auch interessieren würde, ist so dieses Ganze mit Parktool und sowas. Wie hast du das? Da hast du dich ja auch selber drum gekümmert, dass wir da was bekommen, oder täusche ich mich da? Ich habe am Ende gesagt, was ich haben wollte vom Parktool. Also ich bin selber auch mit dem Moritz von Parktool in Verbindung. Also auch wenn ich dann irgendwie was haben möchte oder so weiter, oder mich für irgendein Thema interessiere, dann kann ich da sofort auf den Moritz zurückgreifen. Allerdings in die Wege geleitet hat das ja alles der Markus und eben die Svana. Ja, gut, stimmt. Das war ja tatsächlich da die Planung. Die war ja auch, glaube ich, schon davor da, die Planung. Genau, also, ganz genau. Das war ja schon vorher so ein bisschen Kontakt da diesbezüglich. Und dann ging es am Ende ja darum, einmal, was für ein Werkzeug dazu. Fing es dann an mit der Werkzeugliste. Da haben wir die Werkzeugliste ja entstanden. Die ist auch im Basic-Kurs ist sie ja schon zu sehen, schon von Anfang an, im Profikurs immer noch nicht. Aber die im Basic-Kurs ist auch schon eigentlich die große Liste, bloß wir haben davon einiges. Es kam noch mal einiges an Spezialwerkzeug und so, sind hier auch noch mal dazu. Die eigentliche Liste ist über 300 Punkte groß. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, ihr seht ja tatsächlich, sag mal, nur einen kleinen Teil von dem, was wir an Werkzeug und sowas haben. Ja. Auch wenn jetzt die neue Wand schon groß ist und da echt viel dran hängt. Wir haben halt hinten immer noch mal einen Schrank, da ist halt noch mal Koffer und noch mal Spezialzeug und so Zeug drin. Ja. Genauso wie unser Schrank mit den Ersatzteilen oder halt mit den Werkstattkursteilen. Ja. Ich muss ja dazu sagen, es steht hier noch mein altes Giant rum, das ihr bestimmt auch schon im Werkstattkurs gesehen habt. Genau, das war auch schon im Basic-Kurs. Genau. Wir waren dann einmal bei meiner Oma, da haben wir sie dann überrascht am Nachmittag und haben, ich glaube, 5, 6 Räder abgeholt, unter anderem das Dreirad und sowas. Und sie war auf einmal so perplex und hat gesagt so, was wollt ihr denn jetzt mit meinen ganzen Fahrrädern? Dann habe ich dann auch erklärt, dass wir brauchen halt alte, an denen wir zeigen können, wie man was repariert, weil es gibt halt, wir haben halt nur neue Fahrräder bei uns. Das war ja auch so ein Thema für sich. Ja. Das ist ja auch, sind ja einige andere Fahrräder drinne zu sehen. Einfach weil wir die als solches ja gar nicht hier gar nicht mehr im Laden haben. Im Business-Kurs ist das Fahrrad von mein Daily-Fahrrad, was aktuell in Rente gegangen ist seit gut 2 Monaten. Und das Fahrrad von meinem Sohnemann. Ja. Ja, wir haben dann immer schön zugegriffen bei uns. Also von meiner Freundin war ja dann auch jetzt eins drin. Also nicht im Basic-Kurs, aber jetzt im Profikurs. Und dann haben wir noch einen ganzen Schrank voll mit irgendwelchen Teilen, wo der Kim dann wieder sich auf eBay Kleinanzeigen ausgetobt hat und dann wieder irgendwelche alten Schaltwerke und sowas dann geholt hat. Ja. Also da steckt ein Haufen Arbeit, viel Liebe drin. Ja. Und genau, bei wie vielen Videos haben wir jetzt das vorher gesagt? Insgesamt sind wir mit allen Kursen zusammen bei 340. Ja. Genau, das ist soweit auch alles geschnitten, wenn ich richtig bin, was wir bis jetzt gedreht haben. Also bald können wir ein Jahr voll machen, dann kannst du dir jeden Tag ein Video anschauen. Genau. Und dann bist du durch mit beiden Kursen. Mit allen 3 Kursen, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Weißt du eigentlich schon, was für ein heiliges Thema uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird? Nein, aber ich habe Angst. Ich auch. Ich auch. Und zwar ist das nächste, was wir jetzt aktuell drehen werden, sind
Gefährdungsunterweisungen oder Gefahrunterweisungen. Okay. Wenn du in einem Fahrradladen arbeitest, dann musst du jährlich Gefährdungsunterweisungen erhalten. Mhm. Die müssen jährlich gemacht werden und dann muss man diese auch unterschreiben, dass man dieses gemacht hatte, mhm, und das muss der Arbeitgeber eben aufbewahren, dass das jederzeit nachweisen kann, dass dieser Mitarbeiter diese Gefährdungsunterweisung theoretisch wusste, was er zu, genau, tun hat. Ganz, ja, genau. Wenn er jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat, von der Leiter fällt, ja, weil er auf einer Sprossenleiter gearbeitet hatte zum Beispiel. Was im Fahrradgeschäft ziemlich häufig passiert. Egal, wo es Leitern gibt, arbeitest du in der Regel auf einer Sprossenleiter. Ja. Stufenleitern sind nun mal sehr selten und ich habe auch noch keinen gesehen, der tatsächlich einen Stufeneinsatz verwendet hatte, damit er auf der Sprossenleiter trotzdem arbeiten darf. Okay. So eine, okay, Themen kommen da, ja, eben rein. Nee, und, spannend. Dass ein Arbeitgeber sich eben davor schützen kann, muss das eben so gemacht werden und das wird uns jetzt die nächsten... Drehen wir dazu dann auch wieder so schöne Fail-Videos, sowas wie die Sicherheitsvideos, die wir schon mal hatten. Würde ich gerne, aber der Basti kann ja momentan eher nicht, ne? Ja, der ist schon beschädigt, den dürfen wir nicht noch weiter beschädigen. Oder es fällt dann nicht mal so, ja, sehr auf. Na ja, gut, ich glaube tatsächlich, wir sind jetzt eh schon eine gute Zeit dabei. Ihr könnt ja, man kann ja, glaube ich, bei dem Podcast nicht kommentieren, aber ihr könnt auf jeden Fall die Folge bewerten und wenn die euch gefallen hat, wer weiß, vielleicht machen dann der Kim und ich auch mal wieder ein anderes Thema. Setzen uns wieder nach dem Drehtag hier entspannt ins Studio, trinken Spezi und schauen uns gegenseitig schön in die Augen beim Sprechen. Das ist wirklich Spezi hier gerade, ne? Also man, ja, es wird ja oft so gesagt, im Spezi-Rausch hat man dann irgendwas gemacht. Es ist diesmal wirklich Spezi, Paulaner Spezi. Als solches könnten wir sogar über das Thema, ich glaube, wir können noch stundenlang... Du willst mit Paulaner Spezi, willst du reden? Nein, über den Werkstattkurs. Ich, ja, glaube, selbst darüber könnten wir uns noch lange unterhalten. Ja, vielleicht machen wir nochmal irgendwann nochmal einen, ja, gemeinsam, irgendwie in ein paar Monaten oder so. Jetzt ist ja dann eh erstmal, jetzt kommt ja dann Eurobike und sowas, da gibt es dann auch wieder viel von mir und dem Basti. Ja. Und ja... Lasst euch überraschen. Also gerne den Kanal abonnieren, unseren, oder uns folgen und die Folge bewerten. Ich weiß nicht, wo das überall geht. Der Markus hat letztens irgendwas erzählt, wo das überall geht, weil der Basti gesagt hat, er soll es sagen. Ich habe es nur geschnitten. Ich weiß nicht mehr, was er alles gesagt hat. Aber ihr wisst ja, was zu tun ist. Genau, ja, in diesem Sinne dann einen schönen Nachmittag oder schönen Abend, je nachdem, wann du es hörst. Und... Danke, Kim, auch für die Zeit. Ja, hat mich gefreut. Ist eine echt entspannte Runde, muss ich sagen. Ja, absolut. Vor allen Dingen darf ich das Wort dann auch mal abgeben dabei. Ja. Und halt eben auch in Person. Also man muss sagen, wir sitzen jetzt hier eben im Studio zusammen und machen es nicht irgendwie über Zoom oder sowas. Und ich finde das einfach viel entspannter, wenn du die andere Person siehst. Du kannst mit, ja, der interagieren. Und vielleicht hat man sie auch gemerkt. Genau. Das läutet mein Handy, deswegen hören wir auf. Einen schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.